Am Anfang war die grüne Flamme. Eine Kraft, die alles in ihrem Weg konsumierte. Die Kreaturen der Welt schlugen zurück, aber einer nach dem anderen fiel, nur um als Marionetten des Emerald-Feuers wieder aufzuerstehen. Es waren die Ratten allein, die noch standen und kämpften. Und zum Schluss wurde die grüne Flamme gelöscht. Mera. Mera, wo bist du? Und damit herzlich willkommen zum Let's Play von Ghost of a Tale. Ein Spiel, ich weiß gar nicht, bin ich da durch Zufall bei Steam drüber gerutscht oder hat Steam mir das empfohlen? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß nur, ich bin wirklich sehr froh, dass ich dieses Spiel gefunden habe oder dass das Spiel mich gefunden hat. Ich finde das einfach so knuffig, ich finde das einfach so super. Es ist eine Beta, das heißt also, wenn wir Bugs finden oder sowas, sollten wir mit rechnen, auf jeden Fall. Es ist eine Beta, es soll wohl jetzt momentan ungefähr ein Drittel des Inhalts sein, der noch zu dem Spiel kommen soll. Es sollen noch neue NPCs kommen, neue Gegner, neue Locations, neue Quests. Also ist wohl noch sehr, sehr viel geplant bei dem Spiel. Wie er sich die ganze Zeit erstmal am Arsch kratzt hier. Was mich ganz besonders hier bei dem Spiel fasziniert, es ist ein Stealth-Spiel übrigens. Das heißt, wir werden versuchen, möglichst unbemerkt hier rumzukommen und rumzuschleichen. Und ich finde einfach den Hauptcharakter so geil. Ich finde das einfach super. Eine Maus. Wir spielen eine Mäuserich. Wir spielen einen Mäuserich. Das ist so Hammer. Ein Mäuserich, der mit seinem Schwanz spielt. Das sollte ich mal machen. Gut. Wir gucken mal eben hier. Wir nehmen mal ein paar Sachen mit. Ich möchte das jetzt hier alles ein bisschen schneller machen, weil das ist jetzt schon der dritte Aufnahmeversuch, den ich hier mache. Das lesen wir mal später. Der dritte Aufnahmeversuch, den ich hier mache. Es ist traurig, aber wahr. Das heißt, ich weiß das ja schon am Anfang. Hier ist nämlich auch nochmal eine Rose, das weiß ich. Die Bars sind kalt und unbeweglich. Okay. Das können wir auch nicht bewegen. Es kann nicht geöffnet werden. So, ich sammle eben schnell die Sachen ein. Mushrooms hier nochmal. Dann hier das Brot. Dann haben wir eine mysteriöse Nachricht. Finde mich. Verwisch deine Spuren und bewege dich ungesehen. So, und ein Zellenschlüssel. Der natürlich für unsere Zelle ist, ist klar. Wir sind hier eingesperrt. Ich habe keine Ahnung, warum, ehrlich gesagt. Ob es einen Grund hat, ob es grundlos ist oder nicht nur ein Apfelkern. Guck mal einer an. So, den sammeln wir auch erstmal mit hier. Den nehmen wir erstmal mit hier. Dann machen wir erstmal unsere Zellentür auf. Es ist nämlich jetzt die dritte Aufnahme inzwischen. So, was haben wir hier alles? Insekten, Candle, Florin. So, dann machen wir hier auf. Und verstecken uns. Ein Hauptelement dieses Spiels. Zack. Ach, so süß. Das ist so süß gemacht. Das ist so süß. Diese dreckige Ratte. So, das sind unsere, ja, ich weiß nicht, Gegner kann man wahrscheinlich sagen, vor denen wir uns dann verstecken müssen. Rattensoldaten. Gut, ich habe, wie gesagt, ehrlich gesagt, nicht so die Ahnung, warum wir hier überhaupt drin sind. Wir haben zwar hier so ein Manifest. Ja, das sind wir, Thilo. Wir sind ein Minstrel. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, was das ist. Ich denke mal, es ist vielleicht so eine Art Bardensänger. Und dann Acts of Sedition. Keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Vielleicht haben wir ein Lied geschrieben über einen hochrangigen Adligen. Das hat ihm nicht gefallen. Ich weiß nicht, wer das hier weiß, was Minstrel heißt und dieses Acts of Sedition. Warum wir also hier im Knast sind, schreibt es mir doch einfach mal bitte in die Kommentare. Wir verlassen jetzt erstmal unsere Zelle. Ja, wir können auch rennen. Werden wir wahrscheinlich aber eher selten machen, außer wenn wir weglaufen wollen. So, den Apfel nehmen wir mit. So, dann nehmen wir hier noch das Grain mit, was auch immer das ist. Das sind irgendwelche Körner. Das ist übrigens alles Futter. Das können wir dann... Ja, hier sind die Informationen. Das können wir dann hier essen und dann bekommen wir hier unsere Lebensenergie wieder aufgefüllt. So. Die übrigens auch bestimmt, wie lange wir rennen können. So, was haben wir da drin? Da haben wir auch nichts drin. Okay. Hier scheint erstmal nichts zu sein. Hier ist noch was. Da ist ein Stick, den nehmen wir natürlich auch mit. Ja, das ist einfach nur, wie man durchs Inventar scrollt und so weiter und so fort. So, es ist halt wie gesagt schade. Ich kenne den Anfang jetzt leider schon, weil ich es halt das dritte...
grüner Käfer. Nehmen wir mit, das dritte Mal jetzt hier schon anspiele, beziehungsweise aufnehme. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es wirklich. So, es ist so süß. So süß. Oh, so süß. Das ist so Hammer. Ich finde den Charakter einfach so Hammer gemacht. Und dann spielt er sich erstmal in seinem Schwanz und kratzt sich erstmal am Hintern. Ach, so süß. So süß wird das bei mir nicht aussehen. So, alter Piratenfrosch. Leider keine Sprachausgabe und leider das Spiel komplett in Englisch. Wie gesagt, es ist noch eine Beta. Ich könnte mir vorstellen, dass die dann noch als Sprachausgabe, wäre natürlich geil, so ein Quieken und Fiepen und so ein Froschquaken mit reinnehmen. Fände ich irgendwie cool, wenn das also tierische Geräusche wären. Würde ich gar nicht mal so schlecht finden. Und es wäre natürlich schön, einfach deutscher Text. Wäre bestimmt nicht schlecht, weil es sind viele Wörter hier, wo ich sagen muss, so, nee, ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. Mein Englisch liegt halt schon etwas weiter zurück. So. Was glaubst du eigentlich, einfach hier meine Zelle einzubrechen? Weißt du, wer ich bin? Weil ich habe keine Idee. Du kennst deinen eigenen Namen nicht? Nein, warte. Carrot Red Whiskers. Das ist es. Carrot Red Whiskers. Zuletzt war ich Navigator auf der Seehexe, also auf der Lake Witch unter Captain Otto Powderkeck. Jetzt können wir hier Read Footnote machen, dann können wir hier ein bisschen was über Captain Otto Powderkeck lesen. Stocky Barrel of a Rat with a Short Fuse. Captain, also es war auf jeden Fall eine Ratte, dieser Captain Otto Powderkeck war der Kapitän der Lake Witch. Die mehr als Dutzende von Jahren die Händlerschiffe terrorisiert haben. Okay. So, in Roxy's Tale set it alight before going into battle. Achso, man sagt also, er wächst wohl seinen Schwanz, bevor er in den Kampf zieht, damit das glänzt, und das hat ihm wohl den Namen gegeben. So. The voice crime and fame from the handsome wanted poster which he himself had printed up. Achso, okay, klar, er wurde Notiz von ihm genommen wegen seiner Verbrechen und er hat sein eigenes Wanted Poster gemacht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt haben sie ihn aber gefangen. Near Dwindling Hates Keep. So, but like the remaining mystery for once, the doors of Dwindling had closed behind him, the captain was never had to forget. Okay, und seit sich die Tore von Dwindling Hates hinter ihm geschlossen haben, wurde nie etwas wieder von ihm gehört. So, du bist gekommen, mich auszurauben, habe ich recht? Read Footnotes Grunt. To rude to define. Achso, ein Wort. Zu gemein, zu rüde, um es zu definieren. Okay, na natürlich sind wir nicht gekommen, dich auszurauben. Zwei Dinge kann er nicht leiden. Den Geruch von Mäusen und den Geruch von Lügen. Also, wie bekommt er um einen Gestank aus der Zelle heraus? So, ich brauche deine Hilfe. Ist das so? Und was ist für mich drin? Kann ich dir vielleicht ein bisschen Essen vorbeibringen? Na, ich habe hier alles, was ich brauche. Damp Air, Damp. Ich weiß nicht, ich schätze mal sowas wie schlechte Luft so ein bisschen. So abgestandene Luft, ne? Alle Fliegen, die ich essen kann. Und mein own Stool dürfte wohl das Ding hier sein. So, also seinen eigenen Platz oder was. Aber da gibt es etwas. Den Korridor hinunter. Die schlafende Wache. Erwürg ihn. Was? Warum? Weil er mich ein Pirat genannt hat. Aber bist du nicht ein Pirat? Ja, und stolz. Ich meine natürlich Ei und stolz darauf. Aber es war die Art, wie er es sagt, als wäre Piraterie ein Verbrechen. Aber ist es nicht ein Verbrechen? Ja, ist es. Und ich schäme mich nicht dafür. Also warum soll ich ihn jetzt töten? Weil er mich einen Piraten genannt hat. Wir bewegen uns jetzt hier ein bisschen im Kreis. Exakt. Also machst du es dann? Ich bin doch kein Mörder. Fair enough. Okay. Aha, jetzt sollen wir also Rotgut von ihm stehlen. Eine Flasche Rotgut, wenn wir hier gucken, das ist irgendwas aus Alkohol mit Olianderholz. Taste is the first of the five senses to be ruined. Achso, also Geschmack ist der erste von fünf Sinnen, der von Rotguts Konsum geschädigt wird. Gut, wir sollen also eine Flasche Rotgut von der schlafenden Wache besorgen. Das werden wir hinkriegen. Das schaffen. Konnte ich da jetzt gerade noch was aufsammeln oder was? Ich glaube, das sind Mushrooms. Oh, da sind ja Mushrooms. Die nehmen wir mit. Die klauen wir ihm. Ist da vielleicht noch was hinter? Oh, Chamberpot, gucken wir mal rein. Oh, Florins, cool. Ein bisschen Geld gefunden. Sehr schön. 3 Geld. Super. Okay. Ich hoffe nur, dass das jetzt endlich mal klappt hier mit der Aufnahme. Das ist so ärgerlich. Okay, wir fangen jetzt mal schon mal an zu schleichen. Obwohl, ich glaube, hier braucht man noch nicht zu schleichen. So, gucken wir mal hier rein. Ist nichts drin. Dann nehmen wir mal den roten Käfer mit hier. Wunderbar, dann machen wir mal hier die Tür auf. Da brauchen wir aber den Jailmaster Key für. Okay, den haben wir noch nicht. So, jetzt fangen wir mal wieder ein bisschen an zu schleichen hier.
Ja, ich weiß. Hold rechte Maustaste, du Sneak, ich weiß. So, und dann auf die Anzeige achten, die über dem Gegner ist. Die zeigt uns nämlich an, ob er uns bemerkt, ob er uns sieht oder ob wir gerade richtig schon unbemerkt sind. Und ich hätte gerne den grünen Käfer. Ah, ich hätte gerne den grünen Käfer aufgehört. Jetzt komm her. So. Denn auch diese grünen Käfer und auch die gelben Käfer und so weiter können wir essen, um unser Leben aufzufüllen. Beim ersten Moment dachte ich, als ich das so gelesen habe, Food, Käfer, so, was? Wieso müssen wir Käfer essen? Wie eklig ist das denn? Und dann fiel mir ein, ach Mensch, wir spielen ja eine Maus. Da hat einfach nur jemand gut recherchiert. Mäuse fressen schließlich auch ganz gerne mal kleine Käfer oder kleine Insekten. Ja, gut. So, hier runter geht's auch zu einer verschlossenen Tür. Da kommen wir aber noch nicht rein. Da benötigen wir einen bestimmten Schlüssel für. Wie gesagt, leider die dritte oder vierte Aufnahme irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr. Oh, da sind Mushrooms. Es ist halt leider ein bisschen schade. Das ist natürlich, es nimmt so ein bisschen den Spaß, finde ich. Weil ich ja dann jetzt schon weiß, um was es geht und so weiter und so fort. Oder was hier so in etwa passiert. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt, ja. Also, so, jetzt nehmen wir die Bottle of Rotgut mit. Versuchen uns dann langsam von ihm wieder wegzuschleichen hier. Okay. Noch bemerkt er uns nicht. Noch ist alles gut. Ja, und jetzt können wir, glaube ich, ganz normal wieder weiterlaufen. Sehr schön. So, dann geben wir dem Fröschchen mal seinen Alkohol. Hopp, 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 hopp. Patsch, 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 patsch. Kerold. So. Pusillanimus. Ich habe keine Ahnung. Was bedeutet das, dieses Wort? Ich habe keine Ahnung. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass du das tust. Okay. So. Hier ist die Pulle, die du haben wolltest. Pop the bottle, snack, twixt my lips. Okay, also zwischen seinen Lippen packen. Und was macht er? Er flippt mit seinem Kopf und haut die Flasche voll gegen die Wand. So. Weil immer wenn diese Wache besoffen wurde, musste der Frosch das Schnarchen ertragen. Well, jetzt nicht mehr. So, wir fragen mal eben noch den Frosch, ob er es war, der uns geholfen hat. Aber er gibt uns das Wort als Pirat. Er war es nicht. Aber er kann eine Ausnahme machen. Ne? Achso, ja, wegen der Hilfe. Genau, genau. Meramai Wife suchen wir. Ist sie eine Maus? Ei, habst du sie gesehen? Hm, vielleicht letzte Woche. Nein, das warst du. Ist nicht einfach, mit euren Ohren und Schwänzen euch und euren dummen Hüten euch auseinanderzuhalten. Dumme Hüte. A mouse head or hoot counts among the most prized possession and is a source of great pride. Aha, das heißt also, der Hut oder die Mütze einer Maus symbolisiert auch ihren Beruf. Da sind die halt sehr stolz drauf. Okay. Und die haben immer diese Kolber, also immer hier einen Hut auf, den sie Kolber nennen. The Talmud of the Cream Mice of Humes, who have their hoods and present to all the servants. Weil es ist the. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall sind die sehr stolz. Die sind nicht dumm. So, okay, also wie lange sind wir jetzt hier? Ungefähr 10 Tage, nachdem wir hier reingebracht wurden. Sprichst du mäuserisch? Nein, nur die Schimpfwörter. Wo sind wir hier? Wir sind in Dwindling Hates Keep. On the shore of Lake Velia. So, 15. Also, für Zeitalter hat Dwindling Hates Keep, Dwindling Hates, achso, hat dieses Keep hier, dieses Gefängnis, diese Burg hier oder wie auch immer, diese Festung, den Süden von Lake Velia verteidigt? Mensch. He has long since fell into these weapons, greatest enemy among all marauding ferrets. Was? Marauding ferrets? Also die schlimmsten Feinde hiervon sind nicht mehr jetzt marodierende ferrets. Was sind das? Wiesel, glaube ich? Wiesel irgendwie so? Aber jetzt sind es die Wasser des, die Acidis. Oh, Waters of the Lake. Auf jeden Fall irgendwie das Wasser von dem See. Ach so, was so nach und nach das, Cliff halt immer gegen das Cliff schlägt und das Cliff nach und nach abträgt, wo halt hier diese Festung draufsteht. Okay. So. Ja, dann fragen wir ihn das ja auch noch. Hast du mir geholfen, aus meiner Zelle zu kommen? Was erzählen dir diese Ketten hier, Mäuschen? Sieht das so aus, als könnte ich dir helfen zu fliehen? Ich denke nicht. Ei. Und wenn ich könnte... Nee, und doch. Und wenn ich könnte, würde ich nicht machen. Ich sollte gehen. So, wir sollen aufpassen, dass die Tür unserer Schwänzchen nicht einklemmt. Werden wir... Wunderbar. Okay. Ist jetzt alles noch, wie gesagt, so ein bisschen abgehetzt. Leider, aber ich hoffe nur, das funktioniert. Na, jetzt komm her. Ich hoffe nur, das funktioniert diesmal mit der Aufnahme erst. Ich finde das Spiel so Hammer. Wie gesagt, Beta ist noch in Arbeit, ist noch in Entwicklung. Es sind, glaube ich, 3 oder 4 Leute, die an dem Spiel hier arbeiten. Mehr nicht, also so ein ganz kleines Team nur. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
So, wir nehmen mal eben hier die Flaschen mit. Erstens damit, weil sie nicht umstoßen und die Wache damit wecken. Und zweitens einfach nur, weil man die später brauchen kann. So. Und das hat mich beim ersten Mal richtig was gekostet. Zu sehen hier, dieser Schlüssel. Dass da ein Schlüssel ist. Und dass man den dann klauen kann. Das hat mich so Zeit gekostet, das zu sehen, das mitzubekommen. Ich bin hier so hin und her gelaufen. Da habe ich mir gedacht, okay, das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Es ist nur schade, dass das jetzt halt, dass die Aufnahme davon halt leider nicht funktioniert hat. Ich würde gerne den Käfer hier. Ich würde gerne den Käfer hier mit aufnehmen. Hallo? Hallo, jetzt. Ah ja. Sehr schön. Oh, das sind noch Mushrooms. Die nehmen wir bitte auch noch mit. So, wunderbar. Die braucht man nämlich. Futter kann nicht schaden. So. Na. Die schreiende Tür. Okay. Jut, jut, jut. Okay, der dürfte uns jetzt nicht mehr hören. Hier ist anscheinend überhaupt nichts. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Was ich allerdings... Käfer. Was ich allerdings weiß, ist, dass uns dort jetzt gleich einer entgegenkommt. So. Und halt. Wie gesagt, leider, leider, falls jetzt schon die dritte Aufnahme ist, weiß ich diesen Weg hier leider schon. Und ungefähr, was uns da erwartet, was zu machen ist. Es ist schade. Es ist schade, aber wenn wir hier raus sind, wird es für mich auch blind. Und dann wird es auch um einiges interessanter. Deswegen möchte ich gerade so ein bisschen versuchen, hier schnellstmöglich durchzukommen. Ach Mensch, jetzt hätten wir mal loslaufen sollen schon mal. Jetzt habe ich zu viel gelabert. Egal. Egal. Lass mich erstmal um die Ecke gehen. So, und dann steigen wir mal raus hier. Gucken wir eben in die Truhe rein. Ist natürlich nichts drin. Ja, 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 ja. Hopp, verstecken wir uns mal schnell hier. So. Dann sind wir schon mal da, wo wir hin wollten. Sehr schön. Da ratzt sich einer in der Zelle ein zurecht. Na, ist auch nicht schlecht. Warum auch nicht? Ja, willst du jetzt mal weitergehen wieder? Gut. Der muss gar nicht so beeinbrochen. Mensch. Okay, zack. Ja, ist da was drin? Nein, natürlich nicht. So, dann öffnen wir mal hier die Tür. Gehen hier rein. Da ist nichts. Interessanterweise könnten wir hier in dem Bett schlafen. Wobei ich keine Ahnung habe, was das bringen soll. So, hier haben wir so Schicksalskarten. Auch hier keine Ahnung, was die bringen sollen. Ob da später noch irgendwas kommt. Oh, jetzt bleiben wir mal eben gerade hier stehen, glaube ich. Ich weiß nicht, inwieweit er uns sehen kann. Wenn wir uns zu weit fortbewegen oder wenn wir hier irgendwo gegenstoßen. Psst, wir bleiben mal ganz ruhig stehen. Psst. Und warten. Psst, 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 psst. Kratzt sich nochmal am Kinn. Ja, und jetzt dreht er um. Okay. So, hier, das nehmen wir auch alles mit hier. So, das nehmen wir mit. Hier gucken wir auch mal eben rein. Dann nehmen wir einen Apfel mit. Das machen wir natürlich auch. Dann gehen wir mal eben hier hoch, damit wir hier an das Cupboard rankommen. Okay, Flaschen können wir keine mehr mitnehmen. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Dann sammeln wir eben hier auch die Sachen ein, damit wir alles wirklich alles möglichst haben. Was ist irgendwie... Diesmal nicht. Ich hätte es beinahe wieder gemacht. Ich zeige euch das gleich mal. Ich zeige euch das gleich mal, sobald er wieder da weg ist. Das ist mir so oft passiert. Ich weiß nicht, es wäre mir jetzt beinahe auch schon wieder passiert. Ich habe jetzt aber wirklich mal dran gedacht. Aber wartet, wartet, wenn er da weg ist, dann zeige ich euch das. Dann zeige ich euch das. Psst, dann zeige ich euch das. Psst. Psst. Geht er auch mal wieder? Geh. Hopp. Psst. Pfui. Geh. Geh. Okay, er geht. Huch. Wir haben uns beinahe gesehen, wir haben uns bewegt haben oder was? So, ich bin nämlich immer hier rauf und dann immer schön erstmal voll das Hornissennest aufgesammelt. Ja, und dann hat man diese Scheißviecher um sich herum. Natürlich nicht so angenehm. So, Pirates Baldrick, das ist halt von Captain Otto Powderkeck, der Captain der Lake Witch. Der hat sie immer so, wenn er auf seinem Most Wanted Poster war, auf seinem Wanted Poster war, hat er immer diese Sachen angehabt. Wir können also auch verschiedene Anziehsachen oder Kostüme sammeln. Was ich sehr nice finde. Und die Kostüme geben uns dann halt unterschiedliche Boni auf, zum Beispiel Ausdauer, auf zum Beispiel Waffen widerstehen. Den Stick nehmen wir mit, wenn das geht. Geht. Okay, jetzt haben wir hier normalerweise alles weg. Wir verstecken uns mal eben. Ich möchte nämlich ganz gerne mal eben abspeichern. Das geht nämlich nur, wenn wir uns hier halt in so einem Versteck befinden. So, Game saved. Und ich würde sagen, 20 Minuten sind quasi fast rum. Dann schaue ich mal,
ob das Video jetzt was geworden ist, ob ich es jetzt verwerten kann, ob ich es verwenden kann, bearbeiten kann und dann vielleicht endlich mal hochladen kann, wäre super. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebt. Würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht mal in die Kommentare euren Ersteindruck von diesem Spiel schreibt. Vielleicht kennt der ein oder andere das ja auch schon. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es jedenfalls total super gemacht. Die Grafik gefällt mir wirklich gut. Auch der Hauptcharakter ist einfach mal was anderes. Und ich bin wirklich gespannt bei dem Spiel, was uns dann noch erwartet. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Teil wieder. Bis dahin, aus der Haus und tschüss.